So, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Meine Kamera ist wieder am Start, das heißt, ich habe was zum Auspacken da. Nämlich, ihr wisst, ihr werdet wahrscheinlich meine Bildqualität wissen. Und da habe ich jetzt mich dafür entschieden, eine andere Capture-Karte mir zuzulegen. Und die werde ich euch jetzt hier präsentieren. Es ist die Avamedia Live Gamer HD Lite. Also die hat eine Full HD Auflösung von 60 FPS. Und in die werden wir jetzt reingucken. Und ich habe auch meinen Rechner hier schon parat stehen, hier neben mir. Den werde ich gleich ranrücken. Warum, werde ich euch jetzt zeigen. Schauen wir rein, wie ihr seht. Optimiert für Windows 10, weil mein Rechner ist ja Windows 10. Ihr kennt meinen Desktop. Schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Und jetzt seht ihr auch, warum ich meinen Rechner parat habe. Und zum anderen, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich sehen, ich greife jetzt auf Handschuhe zurück, bevor ich das Ding anfasse. Weil jeder weiß, dass der Mensch geerdet ist und ich will, dass das Ding keinerlei Schäden davon trägt. Deswegen habe ich Handschuhe an. So, dann gucken wir uns das gute Stück einfach mal an. So sieht das aus. Hier unten haben wir den Anschluss. Der Hersteller ist auch gut ersichtlich. Avamedia. Die letzten Capture Cards für Far Cry 5 und die alle sind ja auch alle von Avamedia. Und ich war eigentlich sehr begeistert von der Firma bis jetzt, also von der Capture Card. Und hier kann man es nochmal lesen. Live Gamer HD. Das ist die Capture Card. Hier haben wir die Anschlüsse. HDMI Out. So, HDMI Out, HDMI In. Audio Out, Audio In. So. Die brauche ich jetzt dann gleich. Und wir haben hier noch ein HDMI-Kabel und eine Anleitung. Nur ich habe die leider nicht auf Deutsch gefunden. Tut mir leid. So, dann hole ich mal jetzt schnurstracks meinen Rechner hierher. Moment. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier sind die Anschlüsse. Jetzt werde ich mal kurz gucken, kann ich. Okay, also ich habe hier ein Klicksystem, also wir haben jetzt den Einbau, die machen wir raus, dieses Klicksystem. Ist bloß Plastik. Wenn euch das interessiert, was für ein Rechner das ist, dann dürft ihr mich gerne fragen. Das kennt ja jeder. Also es ist vom Einbau her, wie man auch eine Grafikkarte einbaut. Aber wer davon keine Ahnung hat, der sollte lieber den Einbau von einem Profi machen lassen. Schon ist die Capture-Karte eingebaut. Das war's. Also nur in diesen PCI-Express-Anschluss rein und dann an der Seite. Ich werde den mal ganz kurz kippen.
Also hier wird es ja eigentlich verschraubt, aber das habe ja ich natürlich nicht, weil ich habe irgendwo das Plastikteil, das grüne. Ach da. Es wird dann bei mir einfach eingehängt und festgeklickt. Und die Capture-Karte ist fest drin verbaut. Und die Capture-Karte ist auch perfekt drin. Top. Dann können wir eigentlich auch den Deckel schon wieder aufsetzen und der Rechner ist fertig. Jetzt werde ich euch noch kurz sagen, was das für ein Rechner ist. Nämlich ein Acer Verion Veriton M4610G mit Intel Core i3 mit 3,3 GHz, 4 GB DDR3 und einer Karte, also mit einer Festplatte von 500 GB, standardmäßig mit Windows 7 ausgestattet, aber ist umgerüstet für mich auf Windows 10. Genau. Und natürlich, um es genau zu sagen, ich wollte eine bessere Bildqualität für euch schaffen. Ich habe schon von einigen mitgekriegt, die sagen, mir passt die Bildqualität von der alten Karte nicht. Moment, ich sage euch, was das für eine ist. Ich kann es euch sogar zeigen, weil ich habe ja den Pappdeckel da, auch von AFA Media. Die Live Gamer Portable Lite ist das. Auch eine Capture Card. Und die löst, Moment, glaube ich auch in 1080p auf, aber nicht mit 60 FPS, also mit 60 Frames. Das ist die alte, die wird aufgehoben als Reserve. Und dann schauen wir mal, ob die Capture Card das erfüllt, was sie soll. Dann sage ich schon mal zum allerersten Danke, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Wie findet ihr diese Umrüstung jetzt? Lasst einen Like da, einen Kommentar und auch ein Abo. Ihr könnt mir auch gerne eure Fragen schicken. Ich muss nur anmerken, wer keine Ahnung von Computern hat, der sollte den Einbau lieber von einem machen lassen, von irgendeinem Freund, Bekannten, der die Ahnung hat. Wer es lieber sagt, nee, ich traue mich da nicht ran, der soll es lassen. Wer sagt, ja, ich habe das Wissen dafür, der soll es machen. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und bis bald. Euer Sakka.